Würde es eine Bibel geben für die Börse, dann würde der erste Satz lauten, der wichtigste Faktor an der Börse ist der monetäre Faktor. Das wäre wahrscheinlich der erste Satz. Und der zweite Satz würde lauten, du sollst nicht kaufen, wenn die Märkte in Panik sind, sondern du sollst kaufen, wenn die Notenbanken in Panik sind. Siehe, erster Satz, der monetäre Faktor ist der wichtigste an der Börse. Und eben dieser monetäre Faktor hat massiven Gegenwind für die Märkte in diesem Jahr gebracht, mit der Folge massiv steigender Renditen. Das hätte fast zum Kollaps der britischen Pensionskassen geführt, mit der Folge einer massiven Aufwertung des Dollars. Das verstärkt den Stress im globalen Finanzsystem immer mehr. Wir haben ein Collateral- und ein Dollarproblem. Wir haben also ein Problem bei Sicherheitshinterlegungen und deren Bewertung. Und dementsprechend sind da ein paar Herrschaften, die für diesen monetären Faktor verantwortlich sind, offenkundig etwas nervös geworden, denn nicht anders ist zu erklären, dass plötzlich hier eine Mitteilung kam über einen Wall Street Journalisten, Nick Timiraos, der in einem Artikel sagte, die FED-Mitglieder, die wollen jetzt vielleicht doch mal das Tempo der Zinsanhebungen verlangsamen, und siehe da, die Fed Rate Hike Expectations sind nicht für den November gefallen. Da gilt als ziemlich ausgemacht, dass am 2. November die Fed die Zinsen um 75 Basispunkte anheben wird. Aber sie sind deutlich gefallen für den Dezember und für den Februar. Also die nächsten Fed-Entscheidungen, die dann anstehen. Da ist die Wahrscheinlichkeit, dass hier große Schritte passieren, deutlich nach unten gegangen. Lawrence McDonald sagt hier richtigerweise, wir leben in einer Welt, in der Insider-Trading eigentlich verboten ist, aber die Fed hat eine Art Mouthpiece, eine Art Botschafter sich auserkoren in dem Wall Street Journalisten Nick Timiraos, der dann praktisch mit diesem Artikel Milliarden, wenn nicht Billionen an Dollar bewegen kann. Goldman Sachs nennte Nick Timiraos schon Nicky Leaks, also das bringt so ein bisschen die ganze Geschichte auf den Punkt. Und wenige Minuten später, nachdem der Artikel von Nick Timiraos erschienen war, hat sich San Francisco Fed-Präsidentin Mary Daly geäußert und hat gesagt, ich glaube, es ist jetzt Zeit to start planning for stepping down. Stepping down meint sie die Zinsanhebungen. Also ist es Zeit, dass wir jetzt mal etwas langsamer machen. Das ist praktisch die direkte Bestätigung dessen, was Nick Timiraos hier geleakt hat, wenn man so will, durch ein Mitglied der Fed. Jetzt kann man sich auch vorstellen, dass natürlich die Politik, dass die Regierung in den USA, dass Joe Biden natürlich jetzt durchaus auch ein Interesse daran hat, dass jetzt vor den Zwischenwahlen die Dinge nicht mehr absaufen, sondern sich ein bisschen freundlicher gestalten, im Mindesten kurzfristig. Deswegen könnte man sich vorstellen, dass eben diese Stressfaktoren, die gerade am Freitag durch den weiteren Anstieg der Renditen sich zu radikalisieren drohten, dass man da ein bisschen mal Druck entlassen will, Druck entweichen lassen will. Und Bear Traps Report sagt hier, the S&P must move higher ahead of the big day on November 8th, also an dem 8. November, an dem die Wahl stattfindet. Goldman Sachs sagt, vielleicht ist da ja eine globale Koordination zwischen den Zentralbanken to support markets. Denn wir haben nicht nur den Leak von Nick Timiraos gesehen, wir haben dann die Bestätigung durch Daly von der San Francisco Fed gesehen und wir haben ziemlich parallel, ziemlich gleichzeitig Interventionen der Bank of Japan zur Stützung des Yen gesehen. Die haben Dollars verkauft und Yen gekauft. Auch das hat den Märkten geholfen. Alles ziemlich kurz hintereinander. Ist das geplant gewesen? Ist das eine koordinierte Aktion? Diese Frage kann man durchaus stellen. Es ist weniger das Problem hier, dass die Aktienmärkte an Wert verloren haben oder an Marktkapitalisierung verloren haben, sondern die Anleihenmärkte sind das Thema. Denn damit refinanzieren sich Staaten, damit ist im Grunde der gesamte Kreditfluss verbunden. Wir sehen jetzt, dass jetzt die globalen Märkte 30 Billionen Dollar verloren haben seit Jahresbeginn. Das ist nominal der größte Verlust ever, sogar mehr als in der 2008er Krise. Finanzkrise, damals wurden 28 Billionen Dollar verloren und der durchschnittliche Retail-Investor in den USA, also Privatinvestor, dessen Portfolio
ist jetzt 44% im Minus, also deutlich mehr als die Indizes. All das eine Folge der schnellsten Zinsanhebung in History, und das bringt natürlich in einer völlig überschuldeten Welt die Dinge ein bisschen in Schieflage, könnte man sagen. Das haben jetzt praktisch auch die Notenbanken, vor allem die Fed, registriert. Da ist ein riesiger Zaunpfahl auf den Kopf der Fed geprallt, und die hat gesagt, war da was? Das könnte ein Zaunpfahl gewesen sein. So nach der dritten Reflexionspause haben die das dann praktisch messerscharf erkannt. Und jetzt ist man also richtig nervös. Hinter den Kulissen dürften Gespräche geführt werden. Wie war es möglich, dass Pensionskassen in Großbritannien fast aus der Kurve geflogen wären? Wie ist die Lage der Pensionskassen in den USA? Wie schaut es um die globalen Finanzmärkte aus angesichts der Geschwindigkeit der Renditeanstiege, die eben auf diese Vollbremsung der Notenbanken letztendlich passiert? Und diese Vollbremsung wiederum passiert, weil die Notenbanken vorher vor allem auch die Fed gepennt haben, die Inflation negiert haben und jetzt dann praktisch ins Gegenteil umfallen, erst zu lax, jetzt zu krass. Also wieder mal den Mittelweg nicht gefunden haben. Und Ausdruck dessen sind die sogenannten Financial Conditions. Wir sehen hier, wie massiv die sich gestrafft haben. Oberer Chart, wenn das nach oben geht, Straffung der Financial Conditions. Und hier sehen wir mal die Rate of Change, also wie schnell das Ganze geht. Das ist die schnellste Straffung der Financial Conditions seit der Finanzkrise. Fehlt nicht mehr allzu viel. Und das erklärt vielleicht auch, warum die Notenbanken plötzlich nervös geworden sind. Und Mark Cabana, der lange Jahre bei der New York Fed gearbeitet hat, jetzt bei der Bank of America ist, der sagt, der Treasury Market is one shock away from breaking. Also dieser Markt, Treasuries, also Staatsanleihen, ist ein Schock entfernt von einer Vollkatastrophe. Und wir haben schon ein bisschen gerochen an dieser Katastrophe. Da sind Player, die aus der Kurve zu fliegen drohen, die systemrelevant sind, dementsprechend. Ja, doch, erste Anzeichen von Panik, wie auch Michael Hartnett von der Bank of America meint. Der sagt, jetzt kriegen wir vielleicht Quantitative Tinkering anstatt Quantitative Tightening. Also praktisch einen Rückzieher der Notenbanken, der hier im Raum steht, nachdem man sieht, dass der Stress im System wirklich gefährlich werden kann, wirklich Schäden verursachen kann, die du dann nicht mehr rückgängig machen kannst. Also hat die Fed praktisch den Märkten signalisiert, wir machen jetzt mal langsamer. Man hat nicht gesagt, wir hören jetzt auf, aber wir nehmen das Tempo raus. Man wollte ein Beruhigungssignal an die Märkte senden, dass man nicht allzu stark jetzt auf die Bremse tritt, nachdem man schon eine komplette Vollbremsung gemacht hat. Und der Wagen dann praktisch aufgrund dieser Vollbremsung ausgebrochen ist. Hier sehen wir die Schlusskurse am Freitag bei den US-Indizes, 2,3% nach oben jeweils, nachdem die US-Futures ja schon deutlich im Minus waren. Aber diese Woche, da wird es jetzt ernst in Sachen Berichtssaison. Wir haben morgen Microsoft, wir haben Alphabet morgen, wir haben dann die großartige Meta am Mittwoch. Da freuen sich viele, die im Depot haben, kann ich mir vorstellen. Dann haben wir am Donnerstag Apple und Amazon. Also das sind die echten Dickfische, die berichten werden, viele andere auch noch. Es ist also die größte Berichtswoche jetzt des ganzen Jahres. Auf der einen Seite, und auf der anderen Seite werden wir keine Fed-Speaker mehr hören, denn die sind in der Blackout-Period. So ein Zufall, dass man kurz davor nochmal an die Märkte die Botschaft gesendet hat, wir werden ein bisschen langsamer vielleicht die Zinsen anheben, denn jetzt könnte man es nicht mehr machen, direkt durch Fed-Speaker, aufgrund dieser Blackout-Period. Und so sehen wir erste bullische Anzeichen, die hier Thomas Kalam etwa zeigt. Wir sehen eine bullische RSI-Divergenz beim wöchentlichen S&P 500-Chart. Mal sehen, ob sich das manifestiert. Wir sehen, dass im Oktober nicht nur die meisten Crashes passieren, sondern eben auch gerne mal Böden ausgebildet werden. Oft im Gefolge dann dieses finalen Crashes. Hier sehen wir, dass der Oktober gerade zu prädestiniert ist für solche Böden. Wir sehen das Put-Call-Premium-Verhältnis extremer als während der Finanzkrise und der Dotcom, des Platzens der Dotcom-Blase. Also da ist schon eine gewisse Extremlage am Markt, und wir haben
jetzt 19 Zwischenwahlen, 19 Midterm Elections gesehen in den USA seit dem Zweiten Weltkrieg und never ever before ist zwischen den Zwischenwahlen, die ja immer Anfang November stattfinden und Jahresende, sind die Märkte gefallen. Also eine Trefferquote von 19-0, das könnte den Bullen ein bisschen, wie soll man sagen, Erleichterung verschaffen. Und wenn wir uns hier mal den S&P 500 angucken in einem Chart von, wie heißt der? Das ist der Michael Silver, gell, von Figuring Out Money. Da sehen wir da eine latente inverse Schulter, Kopfschulter mit einem Ziel um und bei, so im Bereich der 3900er Marke. Da ist da aber dann ziemlich dicker, fetter Widerstand. Da könnte man dann, falls es so kommt, die Gewinne auch mal wieder mitnehmen. Denn eins ist klar, wir sind in einem Abschwung, was die wirtschaftliche Situation betrifft. Wir sind gerade in Phase 3 und sind praktisch in einer Situation, in der konjunkturell das Böse erst noch kommt. Also da ist eine gewisse Vorsicht angebracht, auch bei dieser Rallye, auch wenn die jetzt zunächst mal eben motiviert werden kann durch die, sagen wir mal, vorsichtigere Haltung der Notenbanken, die dieses Signal jetzt gesetzt haben. Interessant auch, wenn wir uns mal den Dow Jones Industrials anschauen und den Dow Jones Transports, dann sehen wir hier eine ziemliche Divergenz. Die Transports haben diese Rallye kaum mitgemacht. Das spricht dafür, dass praktisch Transport ist ja so ein konjunktursensitives oder die Branche ist extrem konjunktursensitiv. Deswegen achtet man immer sehr stark auf die Transports, weil man wissen will, wo die Konjunktur sich hinentwickelt. Und hier deutet manches darauf hin, dass der Transportsektor, dass damit die Konjunktur nicht wirklich gut läuft, was dann wiederum Gegenwind für die Aktienmärkte bedeuten kann. Aufgrund der niedrigeren Gewinne und Margen, die sich dadurch ergeben. Aber wenn die Konjunktur absäuft, dann könnten Anleihen etwas Interessantes sein, vor allem US Treasuries. Nach der Panik, die wir gesehen haben, sehen wir auch heute hier eine deutliche Erholung. Wir sehen, wir sind extrem ausverkauft hier. Und Lance Robert hat sich da mal den TLT reingelegt, das 20-Year Treasury Bond ETF, kann man machen, wie ich denke, braucht man aber ein bisschen was gute Nerven und das brauchen auch die Dollar-Yen-Investoren, denn wir haben am Freitag gesehen, Intervention, nachdem Dollar-Yen fast auf 52 gestiegen war, dann ist das Ding runtergeknallt auf fast 146, dann nach der Intervention wieder Erholung, dann heute Nacht nächste Intervention der Bank of Japan, zweimal interveniert, also Kanda hat gesagt, wir werden das nicht bestätigen, dass wir interveniert haben, man will also den Markt im Unklaren lassen, aber eins ist völlig klar, da hat die Bank of Japan auf jeden Fall interveniert, man ist in Panik, weil man die Renditeanstiege verhindern will, weil man den totalen Kollaps des Yen verhindern muss. Das zeigt schon, wie dramatisch die Lage ist. Und dramatisch aus meiner Sicht die Lage auch in China. Wir sehen hier diese groteske Aktion, wie Hu Jintao, der ehemalige Regierungschef, aus dem Saal eskortiert wird. Wir sehen, dass das praktisch ja die totale Machtübernahme von Xi Jinping ist. Nur noch Hardliner jetzt in der Regierung. Sein zweiter Mann, der wohl Ministerpräsident wird, der Parteichef von Shanghai, der dort unsäglich agiert hat. Das sind ganz, ganz schlechte Zeichen für uns, denn wir sind ja von China stark abhängig. Es ist ein schlechtes Zeichen für die Chinesen, dass hier praktisch dieser Staatssozialismus, der kommt mit immer höherer Staatsquote, immer weniger Freiheit der Märkte und des Denkens, dass das in die komplett falsche Richtung geht. Simon Betschinger sagt hier richtig, auch an alle diejenigen, die chinesische Aktien haben. Das zwangsläufige Kursziel für China-Aktien in den Händen von uns Europäern beträgt 0 Euro, so wie bei russischen Aktien. In China hat in diesen Tagen ein Despot sein wahres Gesicht gezeigt. Das ist eine einzige One-Man-Show jetzt geworden mit dieser Szene. Da wird die Presse eingeladen, dann wird dieser Hu Jintao abgeführt. Und das zeigt, dass hier praktisch natürlich China ja von Clans regiert wird und Hu Jintao steht auch für einen Clan. Das heißt, hier ist sozusagen ein Clankampf entschieden worden und Xi Jinping hat sich durchgesetzt. Böse, böse Vorzeichen, die hier zu konstatieren sind. Und wir sehen dann jetzt etwa auch die Reaktion der Märkte. BYD, Alibaba, Baidu, wie sie alle heißen, massiv unter Druck.
Und man kann gar nicht skeptisch genug sein gegenüber dem, was jetzt kommt. Die Aufstiegsgeschichte Chinas war, weil man sich eben geöffnet hat in Sachen Wirtschaft zumindest, staatskapitalistisch, aber kapitalistisch. Jetzt sehen wir eine Rückkehr zur maoistischen Planungswirtschaft. Das kann und das wird nicht gut gehen. Und weil es wirtschaftlich nicht gut geht, wird dann vielleicht eine Aggression nach außen in Richtung Taiwan passieren. Wäre zumindest wahrscheinlich. Wir sehen, dass die Hauspreise in China weiterfallen, minus 0,28%. Zum Vormonat. Dann haben wir schwächere Retail Sales. Wir haben eine bessere Industrieproduktion und auch ein besseres BIP in China. Ja, da musste man wieder ganz schön hart sich anstrengen, um diese Zahl rauszuwürfeln, was das BIP betrifft. Die BIP-Zahl ist eine rein politische Zahl. Die anderen Zahlen sind deutlich ernster zu nehmen als die BIP-Zahl. Aber wir sehen, der chinesische Aktienmarkt säuft ab. Interessant auch, dass Shoigu, der russische Verteidigungsminister, jetzt mehrfach telefoniert hat, sowohl mit den Amerikanern als auch mit UK und gewarnt hat vor einer schmutzigen Bombe der Ukraine. Jetzt ist ja gerade die Frage, ob eben die Russen vielleicht eine schmutzige Bombe einsetzen. Also hier könnten Nachrichten kommen. Vielleicht ein gutes Zeichen, dass man im Gespräch ist. Vielleicht ein ganz schlechtes Zeichen. Auch das wirklich schwer zu beurteilen. Ziemlich klar in der Beurteilung bin ich allerdings in Sachen Fed. Die Fed schafft sich selbst ab. James Bullard mit neuem Skandal, Versagen in allen Bereichen. Und wer die Zeche dafür zahlt, das sind nämlich die Leute, die sich diese Zeche eigentlich nicht leisten können, über das Versagen der Notenbanken und des Skandals. Ein Artikel von mir, den ich Ihnen ans Herz legen möchte. Erste Empfehlung. Zweite Empfehlung, meine Damen und Herren, warum eine Jahresendrallye immer wahrscheinlicher wird. Jetzt endet dann auch die Blackout Period für Aktienrückkäufe kommenden Freitag. Dann werden immer mehr Unternehmen in der Lage, seine eigenen Aktien zurückzukaufen. Das ist auf jeden Fall ein Positivfaktor. Hier wieder ein super Big Picture von Wolfgang Müller. Zweite Empfehlung und dritte Empfehlung. Wir sehen, dass auch hier bei Notenbanken eine gewisse Panik herrscht, beziehungsweise in der Politik Kreditklemme in Österreich. Finanzminister will Regellockerung. Die Menschen hätten keinen Zugang mehr zu Krediten, also hier drohen Verwerfungen und das dürfte eine defensivere Haltung von Notenbanken und Politik hier nach sich ziehen. Soweit erstmal der Wochenauftakt, meine Damen und Herren. Drei Artikelempfehlungen. Ich sage jetzt Servus und Ciao.